Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind gerade dabei, eine Big Smoke Mission anzugehen. Und zwar namens Running Dog. Rennender Hund. Wer es nicht weiß. Who? Yo, Carl, see you around. Die Crack Bullen. Anyway, those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her up. All right then, come on. Okay, holen wir den Cousin ab. Ich kann mich gerade nicht erinnern, was das für eine Mission ist. Fahre Big Smoke zum Treffpunkt. Wenn du deine Perfect Browse begibst zu Emmets Haus. Wir brauchen eine Waffe. Jetzt, glücklicherweise haben wir in dem letzten Part sehr viel Pistolenmunition gesammelt. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Weil nur Pistole, also wäre noch ein bisschen Maschinengewehr, aber so viel ist das jetzt auch nicht. Idiot! Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ach so. Everybody. Inzestfamilie. Big Smoke. Smoke. Nachname Smoke. Mein Name ist Smoke. Big Smoke. Hey, du Fettsack. Okay. My cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Was soll das jetzt heißen? Pull up here, let me do the talk. Man, I should have known. Hey, excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio. El grando. Comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffeeo up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Chinga tu madre. Ich kann mir vorstellen, was das heißt. Deine haut ab. Den sollten wir einholen. Boah, CJ, der Dicke rennt hinterher. Ja, bleib stehen. Das ist richtig. Lassen wir mal das Tier ran, namens CJ. Das bin ich. Yay, ich bin CJ. Das tut doch weh auf diesen Gittern da. Aua. So verstachelig. Oh, ich hätte ein bisschen Ausdauer trainieren sollen. Das wäre super gut gewesen. Schnelle Folge, Leertaste. Oh mein Gott. Oh. Ich sollte mal die Waffe ziehen. Da ist sie. Da ist die Waffe. Aua! Bist du behindert? Alter, der ist dumm im Kopf. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Renn, spritze CJ, du musst das schaffen. Jetzt hast du ihn. Ah, yeah. Respekt, Respekt. Das ging ja relativ schnell. Oh, what the fuck? Oh, das sind viele. Das sind viele, das lasse ich lieber. Hier so aus der Wand guckt. Wie diese eine, wie diese einen Köpfe da immer bei den... Oh, wieso was denn? Wie nennt das, wie heißt das überhaupt? Es gibt ja so Jäger, die sammeln so diese Köpfe von Hirschen zum Beispiel. Ist ja auch oft in der Jägermeister-Werbung zu sehen. Diese Rehe mit ihren Köpfen. Oh, verdammt, ich hab Platten. Toll. Platte ist super. Ich hasse Platte-Reifen. Dann driftet man immer so. Na, driften tut man ja nicht, aber... Gerät jetzt schleudern. Driften ist eher positiv ausgedrückt. Hört man eigentlich, dass ich ein bisschen erkältet bin? Ich weiß es gar nicht. Hört sich gerade für mich so an. Ich hoffe nicht. Ich muss auch die ganze Zeit husten unterdrücken, damit ich hier alles voll huste. Wisst ihr Bescheid?
Wapparapara. Nein, 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 nein. Na. Oh, das nervt mit dem Reifen. Also, ihr wisst schon, was ich vorhab, ne? Ich werde zu dem OG fahren. Oh, zum Burger Shot. Wo er arbeiten tut. OG, OG. OG, OG, what you gonna do? What you gonna do if OG come for you? Ja. Ich will die Hauptstraße hier nehmen und dann... Boah, ich hab Vorfahrt, Digga. CJ hat immer Vorfahrt. Nur weil er schwarz ist. Voll die Rassisten hier alle. OG, OG. Okay. Lass mich mal da stehen. Park da perfekt. Und diese Mission lautet: Life's a Beach. Keine Bitch. Beach. No, gangster, I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check, I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, 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 man. Let's shut the fuck up. Maybe I'll OG, OG. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Der arme CJ, seine Armohren fallen gleich ab. Da können wir auch zu Fuß hingehen. Behaupte ich aber mal. Nur habe ich jetzt gerade einen dummen Weg genommen. Ja, habe ich auf jeden Fall. Oh, ist das erste Mal im Wasser. Ja, CJ kann schwimmen. Maustaste L, um zu tauchen. Und irgendwie stecke ich hier gerade fest. Und... Hallo? Ach komm. Jetzt sag mir nicht, du kannst dich nicht raus. Ja, ganz vorsichtig nach vorne. Und jetzt aber. Das ist so, wollte ich das sehen. Und somit kommen wir langsam aber sicher zur Beach Party. Beach Party. Fett minus. Sehr nice. Das nervt jetzt, ey. Das ist nämlich diese Tanzmission. Wenn du bei der Beachparty bist, sprich mit der DJ-Frau. DJ-Frau. Das klingt ja süß. Und wie die eine da abgeht, warte. Ich zeig's gleich mal. Die geht ab. CJ is in the hood. Ja, tanz mich an. Und meine Schwuchtel. Hello. Oh, hi. What's up, guy? What you doing? Wanna have a little bit fun? No? Come with me. Come with me, boy. Come with me. Love you. Stuff. Stuff. Stuff ist Englisch und steht für Zauberstab. Unter anderem. Zauberstab, er will auf irgendwas hindeuten. Und ich verrate nicht was. Bian, drücke N, um Bian zu antworten, drücke Z. Z. Just hanging out, you know. Well, hey, let's dance, sugar. Dance? Let's a dance. Yeah, for sure. Yeah, for sure. Let's see what you got. Okay, das ist jetzt das gleiche wie im Lowrider. Nur, dass wir keinen Gegner haben und 2500 Punkte erreichen müssen.
Aber das mit dem Fallen ist das gleiche. Das heißt, ich werde bestimmt wieder ein Problem mit unten haben. Oder vielleicht ist es ja beseitigt. Oh, dreimal rechts. Bam, bam, bam. Ach so. Scheiße, das ist nicht mehr... Ah. Okay. Ich habe mich vertan. Ich dachte, das wäre immer noch auf der Zahlentastatur. Ist es aber nicht mehr. Das sind jetzt wirklich die Pfeiltasten, mit denen ich das lenken muss. Huch. Da habe ich den Anfang ein bisschen verhauen. Schlecht. Ich komme auf einmal auf schlecht. Scheiße. Ich vertue mich trotzdem. Also so schlecht dürfte ich eigentlich nicht sein. Ja, ich weiß es auch nicht, wie ich das mache. Ganz ehrlich, frag nicht nach. Wow, you suck auf einmal. Komm, 2500 nur. Das habe ich doch gleich. Komm schon, perfekt nochmal. Ja, Mann. Wir haben es auch schon geschafft. Endlich könnte ich schon aufhören. Aber komm. Ich bin nicht so einer. Ich ziehe schon bis zum Ende durch. Wenn ich sein muss. Vielleicht schaffe ich sogar noch das Doppelte. Komm. Auf der PlayStation bin ich hier immer übelst abgekackt. Einfach weil ich die Tasten nicht konnte. Das war noch ganz früher vor... Boah, wann ist das Spiel rausgekommen? Ich war noch kleiner Pimpf. Ich durfte es doch gar nicht spielen. Ich habe mich voll cool gefühlt. Aber so cool war ich gar nicht. Aber wenigstens durfte ich mich cool fühlen. Jetzt habe ich auch schon das Doppelte geschafft. Bam, bam, bada. Oh, ja klar. Ins Büro. Cloud in Soundvan. Wird gemacht. Fahren den Van in die Werkstatt. Sie springt sofort raus und die anderen ballern mich ab. Und wir begeben uns über die Fußgängerbrücke. Aus dem Weg. What the hell? Noch nie einen Van gesehen, die über eine Fußgängerbrücke fährt. Das ist normal, Leute. Normal. Das ist ein Crackdealer. Ups, sorry, wollte ich nicht. War wirklich ein Versehen. Ich entschuldige mich nachher. Im Nachhinein ist es immer besser. Ich lasse ihn noch ein bisschen leiden. Während ich diese super wichtige Anlage für OG in die Werkstatt fahre. OG Locom Boy, der schlechteste Rhymer, den ich jemals gesehen habe. Und den CJ jemals gesehen hat. Irgendwie verfolgt uns keiner, das finde ich gut. Aber auch irgendwie langweilig. Ich habe mehr Spannung erwartet. Und ich hätte da reinfallen sollen. Fallen. Fallen bestimmt nicht, aber reinfahren wäre ganz gut gewesen. Jetzt mach das auf und fahr das Ding rein. Und somit wäre auch diese Mission erfolgreich erledigt. Und damit sage ich wieder, wir haben ein bisschen Respekt bekommen. Und CJ, alias Carl Johnson, eigentlich müsste ich das umgekehrt sagen, aber auf jeden Fall der maximal pigmentierte Typ hier verabschiedet sich. Ich ebenfalls als weißer Typ. Bis demnächst und tschüss.